Die meisten von uns zweifeln viel zu sehr an sich, sind nicht zu 100% selbstbewusst. Das bedeutet, sie glauben nicht wirklich an sich. Sie glauben nicht daran, im Leben wirklich ihre Ziele zu erreichen und zu schaffen. Und sie glauben auch nicht daran, dass sie im Leben etwas Gutes und Tolles und Schönes verdient haben. Wir reden zwar viel darüber, wir reden über unsere Ziele, wir reden, was wir nicht alles wollen, wir reden, was wir nicht alles machen werden. Aber im Unterbewusstsein, tief im Inneren, und darum geht's, glauben wir es nicht. Und deshalb wird das bei den meisten von uns auch so bleiben. Es gibt zwei Gründe, die dafür verantwortlich sind, meiner Meinung nach. Das ist Punkt 1, dass wir hier drin einfach falsch programmiert sind. Wir sind falsch eingestellt aufgrund unserer Erfahrungen, unserer Vergangenheit, aufgrund der Gesellschaft, was uns nicht alles gesagt wird. Und Punkt 2, wir sind mit unserem Kopf einfach viel zu viel da draußen, bei dieser Welt, bei den anderen. Wir sind in den Gedanken viel zu sehr bei irgendwelchen Dingen, anstatt bei uns selbst. Das bedeutet, unser Fundament passt einfach nicht. Das Ding ist, ich bin absolut überzeugt davon, wenn wir uns am Tag 15 bis 20 Minuten nehmen, um eine Top-Morgenroutine zu machen, aber nicht nur eine Morgenroutine, sondern uns in dieser Routine uns intensiv mit uns selbst beschäftigen und um uns umzuprogrammieren, das bedeutet, unsere Einstellung hier oben zu ändern, das bedeutet, an uns zu arbeiten und für uns da zu sein, bevor wir, wie jeden Tag, wieder für alle anderen da draußen da sind, wieder 1000 Gedanken für alles andere da draußen haben, 1000 Geräusche bekommen, abgelenkt sind durch Social Media, alles Mögliche, wird und kann das in unserem Leben verdammt viel verändern. Und natürlich klingt es krass, wenn ich sage, dass 15 bis 20 Minuten am Tag dafür verantwortlich sind, was wir im Leben schaffen und erreichen werden. Aber ich bin zu 1000% davon überzeugt, weil wie wir hier programmiert sind, woran wir wirklich glauben, wie unsere Confidence ist, wie unser Selbstbewusstsein wirklich ist, das ist entscheidend für alles, was wir im Leben machen können. Das bedeutet, ich zeige euch heute meine neue Morgenroutine, aber nicht nur meine Morgenroutine, sondern auch wie ihr euch hier drin wirklich komplett umprogrammiert. Und ich mache dieses Video aus einem Grund, Leute. Bei mir selbst ging das oft oder lange Zeit in eine falsche Richtung und ich habe zum Glück diese Nähe zu mir wieder gefunden. Ich habe zum Glück mich sehr mit mir selbst beschäftigt und meine Fühler nicht da draußen gehabt, weniger auf Social Media gemacht. Ich habe einfach gemerkt, wie das Fundament von allem ist, wie das die Stärke von einem Selbst ist und dass wir das Selbst hier steuern können. Das möchte ich heute mit euch teilen und ich hoffe auch, dass ihr dieses Video nicht nur anseht und dann einfach nicht macht, sondern dass ihr das auch wirklich umsetzt, weil ihr müsst immer wissen, egal was ihr im Leben wisst, egal welche Idee ihr habt, egal welches Wissen ihr habt, wenn ihr das nicht anwendet und nicht umsetzt, ist das genau das gleiche Ergebnis, wie wenn ihr das nie wissen würdet. Und etwas zu wissen, aber es nicht zu machen, bedeutet einfach sein Potenzial in den Müll zu werfen. Denkt an diese Aussage. Meine Morgenroutine. Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden. Ich kann euch nur ans Herz legen, früh aufzustehen. Je früher, desto besser. Natürlich müsst ihr dann noch früher schlafen gehen. Denkt dran, genug Schlaf ist verdammt wichtig für eure psychische und physische Gesundheit. Also Schlafentzug ist auch für euren Kopf vor allem eine der schlimmsten Dinge, die ihr tun könnt. Und hier sehr, sehr wichtig, ohne Handy aufzustehen. Dazu komme ich noch, das ist eine der wichtigsten Dinge. Direkt danach mache ich sofort mein Bett. Und hier geht es jetzt nicht darum, ob das Bett gemacht ist oder nicht. Das wird jetzt nichts an eurem Leben ändern. Aber es geht darum, sofort etwas erfolgreich umzusetzen, sofort eine Task umzusetzen, weil damit baut ihr ein Momentum auf. Denkt mal, wenn ihr in den ersten Minuten am Tag sofort 3-4 Sachen erfolgreich gemacht habt, was das für einen Einfluss auf den restlichen Tag haben wird. Ihr macht sofort Dinge, das weiß euer Unterbewusstsein, ihr baut ein Momentum auf, ihr bringt den Zug schon am Anfang ins Rollen, weil ihr die ganze Zeit schon Sachen umsetzt in den ersten Minuten am Tag. Das bedeutet, unterschätzt das nicht, macht sofort euer Bett und ihr habt schon einen Task erfolgreich umgesetzt. Das ist rein Psychologie und ein Momentum ist einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Das nächste ist kalt zu duschen. Und hier geht es jetzt nicht nur um gesundheitliche Aspekte oder munter zu werden, natürlich ist das auch absolut positiv, sondern es geht darum, dass wir Schmerzen investieren, dass wir wirkliche Arbeit, psychologische Arbeit investieren, um etwas zu erreichen und um dieses Dopamin zu bekommen. Und das bedeutet, nehmt eine kalte Dusche, investiert Schmerzen, holt euch dieses Dopamin, holt euch diese erste Sache, die ihr dann wirklich erfolgreich gemacht habt und etwas Wirkliches dafür getan haben müsst. Als nächstes der vierte Punkt, Pflege, natürlich Zähne putzen, aber auch andere Dinge, wie sich einzucremen, sich gut anzuziehen, seine Haare zu machen, alles Mögliche. Und hier geht es überhaupt nicht darum, dass es irgendwie zu
eitel ist, sondern wir kümmern uns hier um uns selbst. Wir selbst sind immer das wichtigste Projekt, das wir haben, das habe ich euch schon oft gesagt, vor allem im Bereich Mindset, aber auch in dieser Sache. Wir müssen uns an erster Stelle stellen, wir müssen zuerst mal zufrieden mit uns selbst sein, glücklich mit uns selbst sein. Unser Selbstbewusstsein ist verdammt verantwortlich dafür, was wir im Leben schaffen, und wir kümmern uns hier um uns selbst, wir pflegen uns, wir sehen gut aus, wir kümmern uns um unser Äußeres, und das ist einfach absolut positiv, auch psychologisch gesehen. Der nächste Punkt, den ich mache, einen halben Liter Flüssigkeit zu mir nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir in der Nacht einfach dehydriert sind und wir brauchen mal Flüssigkeit. Ich habe früher immer Wasser getrunken und Kaffee dazu. Das mache ich nicht mehr. Ich bin komplett vom Kaffee weg am Anfang des Tages, obwohl ich das jahrelang gemacht habe. Der Grund ist, grüner Tee hat auch Koffein, aber das Koffein wirkt einfach langsamer und ich bin dadurch nicht so aufgepusht. Beim Kaffee wirkt man dann, ist man dann manchmal etwas nervös auch, weil das schon sehr stark ist auf nüchternen Magen. Natürlich ist Kaffee nicht ungesund. Es gibt auch Studien, die bestätigen, dass so 2-3 Kaffee am Tag absolut gesund sind sogar. Also besser, als wenn man die nicht trinkt. Aber bei mir aktuell grünen Tee, einen halben Liter am Anfang des Tages. So viel zu Teil 1 meiner Morgenroutine, eher die normale Morgenroutine. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, worum es vor allem auch in dem Video geht, und zwar zum Programmieren. Und ich will eine Sache am Anfang sagen, die verdammt wichtig ist, das Wichtigste überhaupt für mich, und zwar dieses Ding, Leute, euer Handy, lasst das auf Flugmodus. Das hat in dieser Zeit hier nichts zu suchen, und ich sage euch drei Gründe, wieso das so wichtig ist. Punkt 1, Dopamin. Wenn ihr am Anfang des Tages schon durch WhatsApp scrollt, durch Social Media scrollt, mit irgendwelchen Klicks Glückshormone, also Dopamin abholt, ohne etwas dafür zu tun, killt das extrem euren Antrieb und euren Drive. Es gibt zwei Arten von Dopamin. Das eine ist Dopamin, wofür ihr etwas machen müsst, ja, wo ihr Arbeit investiert. Das ist das gesunde, das natürliche Dopamin. Und es gibt Dopamin, was ihr einfach so bekommt durch Alkohol, durch Drogen. Alkohol ist eine Droge. Durch Social Media, durch Filme für Erwachsene. Es gibt viele Videos auch dazu. Ich kann auch gerne mal ein Video dazu machen. Das sind Dopaminarten, wo ihr einfach nichts dafür tun müsst, wo euer Dopaminspiegel extrem in die Höhe steigt, aber wodurch er dann nach auch extrem fallen wird. Aber beim guten, beim natürlichen Dopamin kann das auch nicht passieren. Punkt 2, WhatsApp, E-Mails, Nachrichten, DMs, alles Mögliche. Seid zuerst mal für euch selbst da, bevor ihr für andere da seid. Wenn ihr sofort in WhatsApp geht und irgendwelche Nachrichten beantwortet, kommen sofort Geräusche von anderen, der will das, der will das, der will das. Aber es geht doch verdammt nochmal darum am Anfang, was du willst. Es geht mal um dich. Was ist dein Ziel für heute? Was ist dein Fokus für heute? Was willst du? Und das darf man nicht irgendwie beeinflusst werden, sondern lasst das mal auf der Seite, Leute. Kümmert euch mal um euch selbst und programmiert euch. Das bedeutet, dieses Ding bleibt auf Flugmodus, Freunde. Das hat nichts am Anfang des Tages verloren. Und wir kommen zum zweiten Teil meiner Morgenroutine. Und zwar, um uns erfolgreich umzuprogrammieren. Der erste Punkt, mit dem wir hier starten, der klingt vielleicht etwas komisch, aber ich meine es ernst. Einfach mal zu lachen. Leute, ihr merkt, wenn ihr lacht, so, wenn ich jetzt zum Beispiel lache, vielleicht lacht ihr jetzt auch ein bisschen, ihr merkt, dass euch das direkt irgendwo glücklich macht. Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind, sondern wir sind glücklich, wenn wir lachen. An diese Aussage müsst ihr mal wirklich denken. Das bedeutet, es ist verdammt wichtig, am Anfang des Tages positiv zu sein, Leute, eine positive Einstellung zu haben. So starten wir den Tag, Leute, zu lachen, happy zu sein und auch dankbar zu sein. Dankbar zu sein für die Dinge, die wir haben. Das könnt ihr euch da auch sagen. Leute, wir uns allen geht es 1000-mal besser als den meisten Menschen da draußen. Wir haben ein Dach über den Kopf, wir haben genug zu essen. Das heißt, wir lachen, sind mal happy und haben mal eine positive Einstellung für den Tag. Das ist der erste Punkt, um uns richtig zu programmieren. Punkt Nummer 2, bevor wir uns richtig programmieren, müssen wir mal unseren Kopf frei machen. Und das geht mit einer Sache, und zwar Meditation. Wenn du jetzt jemand bist, der Meditation eher in eine Schublade steckt und denkst, das ist irgendwie zu spirituell, alles Mögliche, dann kann ich dir ehrlich sagen, machst du einen riesen Fehler. Ich habe das früher auch gedacht, aber Meditation ist, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie wichtig es für einen ist. Grob die Vorteile von Meditation, man müsste eigentlich auch hier ein eigenes Video machen, ist Punkt 1, man kann viel klarer denken. Wir Menschen denken viel zu viel nach, Leute. Unser Kopf rattert und rattert und rattert und wir denken über alle möglichen Dinge nach durchgehend. Und Meditation, durch Meditation, dadurch, dass wir uns fast nur auf unseren Atem fokussieren, denken wir an nichts und können so viel klarer in unserem Leben denken. Punkt 1, verdammt wichtig. Punkt 2, wir können uns viel besser fokussieren. Es gibt Studien in den USA beispielsweise in der Vergangenheit, die herausgefunden haben, dass ein durchschnittlicher Mensch sich nur noch 4 Minuten am Stück konzentrieren kann. Durch
Handy, durch irgendwelche Ablenkungen, durch alles Mögliche. Und dadurch, dass wir meditieren, können wir uns viel besser fokussieren. Und der dritte Punkt, es verringert Angst, es verringert Stress und es verringert Zweifel. In einer Welt, die viel zu ängstlich ist, man hat nur noch Zweifel, es ist alles viel zu stressig. Das sind die drei größten Benefits von Meditation und ich kann euch nur sagen, selbst wenn es 5 bis 10 Minuten sind, ich mache meistens nur 5 Minuten, manchmal mache ich 10 Minuten, Punkt 2 in meiner Morgenroutine. Punkt Nummer 3 und damit kommen wir zum Programmieren, ist Visualisierung. Hierbei, bei der Visualisierung sind zwei Dinge wichtig zu wissen. Das erste, unsere Handlungen, unsere Gedanken werden zu 90-95% von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und das ist unglaublich. Und das zweite ist, unser menschliches Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Realität, ist es Realität oder ist es nur ein Gedanke. Das müssen wir am Anfang wissen und dann können wir visualisieren. Das bedeutet, wir programmieren unser Mindset darauf, wo wir im Leben hin möchten. Ihr kennt sicher bei den Olympischen Spielen beispielsweise oder bei Leichtathletik diese Stabhochspringer. Wie man sie immer sieht, bevor sie den nächsten Anlauf nehmen, bevor sie den nächsten Versuch machen, wie sie sich genau vorstellen, wie dieser Versuch aussieht. Das bedeutet, sie visualisieren wirklich genau diesen Ablauf. Das ist im Spitzensport extrem üblich und hier ist es genau dasselbe, Leute. Wir stellen uns wirklich exakt vor, was unser Ziel ist, was unser Traum ist und wie es sich anfühlt, den bereits erreicht zu haben. Das bedeutet, wenn es zum Beispiel unser Wunsch ist, mit einer wunderschönen Frau, mit einer Familie, mit Kindern in einem Haus zu wohnen, wenn das unser Traum ist irgendwie, seinen Traumjob zu machen, was auch immer das ist, vielleicht in einem am Meer zu wohnen als mögliche, dann stellt man sich wirklich genau vor, wie dieser Tag aussieht. Man steht in diesem Haus auf, man hat seine Frau, man hat seine Kinder, man fährt in seinem Auto zu seinem Traumberuf, wie sieht das aus, wie fühlt es sich an, wie riecht es dort, wie ist die Stimmung da, wenn man diesen Beruf macht, dass man danach ins Training geht, dass man nach Hause kommt mit seiner Familie, alles mögliche, was auch immer dein Ziel ist, was auch immer dein Traum ist, du stellst es dir mit geschlossenen Augen exakt vor, du visualisierst das wirklich komplett genau. Das heißt, wir programmieren unser Unterbewusstsein, in welche Richtung wir im Leben gehen werden und sagen eigentlich unserem Unterbewusstsein, das ist die Realität, das ist Fakt und alle unterbewussten Entscheidungen, 90-95%, müssen so getroffen werden, wie es dazu passt. Das war der erste Punkt zur Visualisierung und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und zwar unsere Glaubenssätze umzuprogrammieren. Ich habe schon oft gesagt, wir Menschen, wir haben immer Glaubenssätze, nach denen wir leben. Das kommt oft auf unsere Vergangenheit an, oft auf unsere Muster an. Das bedeutet, wenn du in deiner Kindheit Dinge erlebt hast meistens, ja, dann hast du gewisse Muster. Also wenn dir in deiner Kindheit immer eingeredet wurde, dass du nicht gut genug bist, dann wirst du als erwachsener Mensch sehr wahrscheinlich immer denken, dass du nicht gut genug bist. Das ist leider so, was wir als Kind erleben, so formen wir wirklich unser Mindset. Und das ist ein Glaubenssatz, den du in dir hast. Aber das ist ja eigentlich nicht mehr die Realität, weil du bist gut genug. Du hast es nur als Kind zu oft gehört, du hast diese Muster entwickelt und das ist jetzt dein Glaubenssatz. Und jetzt ist es wichtig, neue Glaubenssätze zu implementieren. Das bedeutet, sich das zu sagen, okay, der alte Glaubenssatz war, dass ich nicht gut genug bin. Und wir tauschen diesen Glaubenssatz mit einem neuen Glaubenssatz aus. Wir sagen uns selbst, der alte Glaubenssatz war, dass ich nicht gut genug bin. Das war wegen meiner Kindheit, weil mir da das immer gesagt wurde. Aber ich bin gut genug. Ich bin gut genug. Ich bin gut genug. Wir sagen uns wirklich diese Dinge. Schau, was ich geschafft habe. Schau, wo ich bin. Schau, was ich schon erfolgreich umgesetzt habe. Darum geht es. Neue Glaubenssätze implementieren, nach denen wir leben wollen. Und das dauert, ja. Aber wenn wir das oft genug machen, wenn wir jetzt 2-3 Minuten, Leute, nehmt euch 10 Glaubenssätze oder 5 Glaubenssätze, an denen ihr arbeiten wollt. Später nehmt ihr dann neue Glaubenssätze. Aber nehmt euch jetzt 5 Dinge, die ihr ändern wollt. Ich habe jeden Tag ein paar Glaubenssätze, die ich implementiere, die ich immer wieder wiederhole. Also ich lese die wirklich vor. Ich schreibe mir die auf und dann lese ich die vor. Und so ändere ich programmiere mich um. Das heißt, visualisieren und als nächstes Glaubenssätze umzuprogrammieren. Leute, und jetzt sind wir perfekt programmiert. Wir sind positiv gestimmt, wir haben gelacht. Ich lache auch jetzt wieder und ich merke sofort, wie ich eigentlich glücklicher bin. Punkt 2, ich habe meine Gedanken geleert. Ich habe klar gedacht, ich habe geatmet, mich auf meinen Atem fokussiert und dann habe ich meine Vision visualisiert. Ich wusste genau 2-3 Minuten, wo es hingeht, was der Traum ist, was das Ziel ist. Ich habe es meinem Unterbewusstsein sozusagen vor Augen gehalten. Ja. Und das nächste, ich habe alte Glaubenssätze, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht selbstbewusst bin, dass ich Angst habe vor Dingen, dass ich zweifle, habe ich mir gesagt,
habe mir gesagt, wieso ich überhaupt daran denke und habe mir neue Glaubenssätze stattdessen hingeschrieben, habe die vorgelesen und habe die implementiert. Ich bin selbstbewusst. Ja, es gibt keinen Grund, wieso ich nicht selbstbewusst bin. Ich glaube an mich. Natürlich bin ich gut genug. Egal, was in der Kindheit war, natürlich bin ich gut genug. Und das sind ein paar Minuten am Anfang des Tages und das kann alles in eurem Leben ändern.